Faith, The Van Helsing Chronicles, Season 1, Episode 4, Sünden der Vergangenheit. Wo bin ich? Was ist geschehen? Was ist das für ein Nebel? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Verdammt. Ich verstehe nicht. Was ist nur passiert? Wie komme ich hierher? Dieser verdammte zähe Nebel. Ich kann nichts erkennen. Ich bin hier, mein Freund. Hinter dir. Hunter? Ja, ich bin es, mein alter Freund. Ist es nicht schön hier? So ruhig, so friedlich. Wo sind wir hier? Dies ist die Welt, die wir uns selber geschaffen haben. Wann hattest du das letzte Mal Frieden, Christopher? Das ist lange her. Eine Ewigkeit. Sieh nur, meine Hände sind voller Blut. Weißt du, wessen Blut das ist? Das ist Melissas Blut. Du hast sie getötet. Ja, das habe ich. Aber dennoch liebte ich sie. Oh Gott, wie sehr ich sie liebte. Beantworte mir eine Frage, Christopher. Wieso töte ich all die Menschen, die ich einst liebte? Wieso? Wieso? Weil du dich der dunklen Seite verschrieben hast. Du hast deine Seele dem Bösen verkauft. Habe ich das? Oder wurde ich gezwungen? Was ist mit dir? Was ist mit deinen Geheimnissen? Was? Was meinst du? Ich spreche von deinem Bruder. Ja, ich erinnere mich. Es ist so lange her. So lange. Und doch belastet es dich. Siehst du, jeder von uns hat seine dunkle Seite. Schau auf deine Hände, Christopher. Sie sind voller Blut. Das Blut deines Bruders. Mein Gott, was habe ich nur getan? Was habe ich nur getan? Sag mir, Hunter, habe ich falsch gehandelt? Jeder von uns muss Entscheidungen treffen, Christopher. Du hast deine getroffen und ich meine. Mit den Konsequenzen werden wir leben müssen. Komm mit. Ich möchte dir etwas zeigen. Wohin? Durch den Nebel. Gut, ich komme. Der Nebel verschwindet. Und wir sind auf einer endlos grünen Wiese. Diese Idylle. Ist das nicht wunderschön, Hunter? Ja, das ist es. Aber wieso nennst du mich immer Hunter? Weil das dein Name ist. Wie lautet mein wirklicher Name? Hast du ihn schon vergessen? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Adam. Adam, ja. Jetzt erinnere ich mich wieder. Wir nannten dich immer Adam. So ist es. Oh, sieh auf den Boden. Das Gras. Es färbt sich rot. Das ist unser Blut, alter Freund. Unser Blut. Viele Kämpfe haben wir gefochten, Seite an Seite. Wir haben uns gemeinsam gegen die Finsternis gestellt. Wieso hast du mich verraten, Christopher? Ich hatte keine Wahl. Ich habe auch keine Wahl. Ich werde immer wieder kommen. Ich werde dich jagen und erst dann Erlösung finden, wenn ich das bekomme, was mir zusteht. Faith. Ja, Faith. Sie gehört zu mir. Nein, sie ist frei. Sie gehört zu niemandem. Sie ist tot, Christopher. Sie ist tot. Genauso tot, wie auch unsere Seelen sind. Sie ist wunderschön. Wie ihre Mutter. So wunderschön. Und was ist mit ihrem Vater? Er ist tot. Schon lange. Du weißt, das ist eine Lüge. Du musst ihr die Wahrheit sagen. Faith gehört zu ihrem Vater. Dunkle Wolken ziehen auf. Der Himmel verfinstert sich. Es ist das Böse, das uns bedroht. Ich möchte dich warnen, Christopher. Vor wem, Adam? Vor wem?
Es ist das Böse, das hinter mir steht. Du wirst ihn sehen, aber nicht erkennen. In seinem Namen steckt die Wahrheit. Suche seinen Namen, bevor die Dunkelheit kommt. Ich verstehe nicht. Er ist das Ende. Die Finsternis. Er steckt hinter unserem Schicksal. Alles war von langer Hand geplant. Am Ende, Christopher, werden wir beide sterben. Spürst du es? Ich weiß. Der Tod ist unser Geschenk. Die Tore lassen sich nur mit dem Blut eines Engels wieder schließen. Denk daran, wenn es soweit ist. Wenn die erste Hürde genommen und der Phönix erwacht, wird die Mutter aller Monster kommen. Ist das nicht traurig? Ein Engel sitzt auf ihrem Schoß. Oder ist es ein Dämon? Wann wird die Tochter zum toten Vater zurückkehren? Ich sehe so viel, Christopher, so viel. Nimm dich in Acht vor der goldenen Dämmerung. Nimm dich in Acht. Ich verstehe nicht, aber ich liebe dich wie einen Bruder. Ich dich auch. Nur bringst du denen, die du liebst, den Tod. Da vorne. Siehst du den großen Spiegel? Ja. Er schwebt auf uns zu. Er kommt näher. Jetzt steht er vor uns. Was siehst du, Christopher? Ich sehe uns, aber... Aber das kann nicht sein. Wir sind vertauscht. Ich bin du und du bist ich. War das nicht immer so? Das Spiegelbild verändert sich. Es verschwimmt und... Und ein neues Spiegelbild entsteht. Mein Gott, das bin ich. Und in meinen Armen trage ich Faith. Überall Blut. Sie ist tot und ich habe sie getötet. Nein, nein, das ist nicht wahr. Nein, Faith, nein! Christopher! Alles okay? Wo ist Faith? Auf der Toilette. Was ist los? Du siehst keine Bleiche aus. Ich hatte einen wirklich üblen Traum. Einen verdammt üblen Traum. Willst du ihn mir erzählen? Ach, lass nur. Es war nur ein Traum. Nur ein Traum. Es tut mir leid, dass ich nicht mit nach Irland kommen kann. Aber die Gilde der Amulette muss von den Ereignissen in Griechenland unterrichtet werden. Und ich denke, wir werden uns wohl umstrukturieren müssen, nachdem Lucifers Tränen nicht mehr in unserer Obhut sind. Mach dir keine Sorgen. Bei Faith sind sie in Sicherheit. Und sie können uns vielleicht eines Tages von Nutzen sein. Darum mache ich mir auch keine Gedanken. Aber was ist mit dir? Wie meinst du das? Naja, du und Faith. Die Kleine kennt nicht die ganze Wahrheit. Wie lange willst du es ihr verschweigen? Zurzeit ist es gut so, wie es ist. Solltest du meine Hilfe brauchen, du weißt, wo du mich erreichen kannst, okay? Und ich hoffe, dass du und Faith in Irland meinem Freund helfen könnt. Danke, dass ihr eingesprungen seid. Ihr habt das gut bei mir. Christopher Lane hörte seinem Freund längst nicht mehr zu. Er hatte seinen Kopf abgewandt und schaute aus dem kleinen Fenster des Flugzeuges. Seine Gedanken schweiften ab. Der Traum drang wieder in sein Gedächtnis und eine Gänsehaut bildete sich auf seinem Rücken. Er blickte voller Sorge in die Zukunft. So wie es aussah, eine finstere Zukunft. Für ihn und für Faith Van Helsing. Irland. Die Grüne Insel war im Jahre 1689 eine britische Kolonie. Die Engländer hatten die Zerrissenheit der Kelten ausgenutzt und das von Machtkämpfen und Kleinkönigtum geschundene Land annektiert. Schon 1651 hatte der englische Lord Protektor einen Aufstand der irischen Bauern blutig vereitelt und vergab daraufhin das Land zahlreicher Grundherren an Protestanten und zwang viele Iren zur Auswanderung. Die Insel stand endgültig unter der Knechtschaft Englands. Zu jener Zeit lebte auch der zweite Marquis von Clifford.
Der Marquis war ein enger Sympathisant der englischen Krone. Man hätte ihn auch als Verräter am eigenen Volk bezeichnen können. Der Adlige hatte von seinem Vater, dem ersten Marquis von Clifford, Land und Gut geerbt. Er war der Herr über die Cliffs of Moher und dem angrenzenden Dorf Hexhead. All diese Reichtümer hatte ihm sein Vater ermöglicht, der mit den englischen Besatzern die einstigen Herren vertrieben hatte. Das lag nun über 40 Jahre zurück und nur die alte Generation der keltischen Bevölkerung erinnerte sich an die blutigen Kämpfe und Aufstände. Duncan Almond MacGillian, der zweite Marquis von Clifford, hatte mit alledem nichts zu tun. Er war ein sehr hochmütiger und dekadenter Mensch, der seinen Ruf als Lebemann und Frauenheld genoss. Der Marquis war zwar verheiratet, aber das hinderte ihn nicht, seinen Liebschaften nachzugehen. Es waren immer adlige Damen, die Duncan Almond MacGillian mit Eifer verführte, als wären sie Sammelobjekte seiner wollüstigen Begierde. Seine Frau Fenella MacGillian war mit der Erziehung der gemeinsamen Söhne beschäftigt und bekam von den Machenschaften ihres Mannes nichts mit, oder vielleicht verschloss sie auch die Augen und ließ ihn gewähren. Was hätte sie auch ändern können? Im Jahre 1689 lernte der Marquis in Hexhead, einem kleinen Marktdorf, Elizabeth kennen. Blonde, lange Haare, ein wunderschönes, puppenhaftes Gesicht und eine geschmeidige, zierliche Figur. Das einfache Bauernmädchen war eine Schönheit und gerade mal 16 Jahre alt. Duncan Almond MacGillian sah das Mädchen und verzehrte sich sogleich nach ihm. Dieses bürgerliche Mädchen sollte schon sehr bald zu seinen Mätressen gehören und so geschah es dann auch. Der Marquis verführte das Mädchen, raubte ihr die Unschuld und schwor ihr ewige Liebe und Treue. Natürlich war jedes Wort gelogen, doch die sanftmütige und verliebte Elizabeth vertraute ihm. Eines Tages, es war ein kalter Novembertag, trafen sich der Marquis von Clifford und Elizabeth an den Cliffs of Moher. An den mächtigen Klippen, die sich bis zu 200 Meter an der Westküste Irlands imposant aus dem Meer erhoben, lag der geheime Treffpunkt der beiden. Und das schon seit über 9 Monaten. Der Marquis freute sich schon auf einen Nachmittag voller Wollust und fleischlicher Gelüste. Aber es kam anders, als er dachte. Ich bin schwanger, Duncan. Was? Was sagst du? Liebster, ich trage unter meinem Herzen die Frucht deiner Lenden. Treibe keine üblen Scherze mit mir. Nein, das ist kein Schabernack, mein Liebster. In meinem Körper wächst unser Kind. Oh, danke. Es ist so wunderschön. Unser Kind der Liebe. Du einfältiges Weibsstück. Bist du des Wahnsinns? Duncan, wieso schreist du mich so an? Wir lieben uns doch. Du dummes Kind. Natürlich liebe ich dich. Deinen Körper liebe ich. Die Art und Weise, wie du seufzt, wenn ich in dir bin und sich dein geschmeidiger Körper windet vor Lust. Ja, das liebe ich. Oh, Duncan. Wie kannst du mir das antun? Du sagtest doch immer, wir gehörten zusammen. Du würdest mich in alle Ewigkeit lieben und begehren. Nichts könne uns je trennen. Du sagtest, du würdest dich von deinem Eheweib trennen und mit mir das Bett teilen. Das Bett habe ich auch mit dir geteilt. Und die Versprechungen hauchte ich dir ins Ohr, um deine willigen, feuchten Schenkel zu öffnen. Aber glaube ja nicht, ich würde das Balg unter deinem Herzen tolerieren. Ich bin der Marquis von Clifford. Wie kannst du nur annehmen, ich würde dich, eine bürgerliche, ehelichen... Danke. Du brichst mir das Herz. Ich bin doch da. Schweig! Du bist nichts. Du warst für mich nur eine Mätresse, eine Hure. Du weißt nicht, was du sagst. Du bist des Teufels. Ich werde zum Dorf gehen und allen kundtun, was der Marquis für ein Schuft ist. Und mag sein, dass ich verstoßen werde. Aber du sollst dich auch vor deiner Familie rechtfertigen. Ich werde alles sagen. Alles. Verzeih mir, Elizabeth. Die Nachricht deiner Empfängnis muss meinen Geist verwirrt haben. Ist dieser Ort nicht wunderschön?
Das herrliche Geräusch der Wellen, wenn sie gegen die Klippen branden. Man ist so ungestört hier. So ungestört. Natürlich liebe ich dich. Und schon bald werden wir eine Familie sein. Du, ich und unser kleiner Sonnenschein. Ich begehre dich, Elizabeth. Ich liebe dich. Lass uns für immer zusammen sein. Oh, du machst mich so glücklich, danke. Ich ahnte, dass alles nur ein schlechter Scherz sei. Mag sein, dass dein Geist für eine kurze Zeit verwirrt war, aber nun sehe ich wieder den Mann vor mir, den ich über alles liebe. Oh, ich komme zu dir, Liebster. Ja, komm. Ich werde dich in meine Arme schließen und nie wieder loslassen. Küss mich. Oh, Liebster. Küss mich. Küss. Ich habe etwas viel Besseres für dich. Was? Das hier! Was? Ah! Ah! No! Stirb, elende Hure! Duncan Almond McGillion hatte die schwangere Elizabeth mit beiden Händen wuchtig über den steilen, felsigen Abgrund der Cliffs of Moher gestoßen. Elizabeth hatte ihn noch mit großen, verwunderten Augen angestarrt. Dann stürzte das Mädchen in die Tiefe und zerschellte an den Klippen. Elizabeth war augenblicklich tot. Und auch das Ungeborene in ihr. Der Marquis hatte gemordet, um seine eigene Schande zu verbergen. Kalt blickte er nach unten und konnte den zerschmetterten, leblosen Körper nur erahnen. Die Wellen würden den Leichnam bald wegtragen. Sein Geheimnis war gewahrt. Keiner würde je etwas von seiner Liaison zu der Bürgerlichen erfahren. Am dritten Tag nach der Ermordung von Elizabeth hatte Duncan einen unruhigen Schlaf. Durchnässt von Schweiß wachte er auf und blickte sich ängstlich in seinem Schlafgemach um. Seine Frau schlief schon lange nicht mehr bei ihm. Ihr Schlafgemach lag im Westflügel des Anwesens. Nun wünschte sich der Marquis, seine Frau würde neben ihm liegen. Er hatte Angst. Er spürte, jemand Fremdes hielt sich im Zimmer auf. Fenella, bist du das? Mein Gott, was ist das? Das kann nicht möglich sein. Was für ein Kind schreit da? Das ist dein Kind. Bei St. Patrick, wer spricht zu mir? Warte, Liebster. Du mein Allerliebster. Ich komme zu dir. Aus dem Dunkeln des Raumes trat eine Gestalt hervor. Das Mondlicht, welches durch das Fenster schien, spendete genügend Licht, sodass der Marquis nun erkennen konnte, wer ihn nachts besuchte. Mein Gott, himmlischer Vater, das ist unmöglich, das ist Teufelswerk. Freust du dich nicht, mich zu sehen, Duncan? Elizabeth! Duncan McGillion war starr vor Schreck. Vor ihm stand seine tote Geliebte und grinste ihn höhnisch an. Sie trug ein langes, schwarzes Kleid. Ihre blasse, ja fast kalkweiße Haut stach dadurch besonders hervor. Und man sah im bleichen Gesicht die großen, schwarzen Augenränder. Auch ihr Haar hatte sich verändert. Es war nicht mehr blond, sondern schwarz wie die Nacht. Doch was Duncan am meisten ängstigte, war das Bündel, das Elizabeth in ihren Händen hielt. Es war ein in schwarzes Leinentuch gehülltes Neugeborenes. Der Säugling hatte wie die Mutter eine blasse Hautfarbe, die von dicken blauen Adern durchzogen war. Aus Duncans Poren schoss der Angstschweiß. Dann kam die Frau näher. Freust du dich nicht, uns zu sehen, Duncan? Sieh, was ich dir mitgebracht habe. Das kann nicht sein. Du bist tot. Tot. Bitte, tu mir nichts. Bitte, verzeih mir, verzeih mir. Ich flehe dich an. Du hast mich getötet. Und unser Kind. Für dich gibt es keine Gnade. Ich bin gekommen, um dich zu holen. Bitte, Elizabeth. Bitte. Ich tue alles, was du willst. Ich bin nicht mehr Elizabeth Duncan. Ich bin nun deine Todesfee. Deine und die aller McGillians, die folgen werden. Ich
werde dich und deine Nachfahren auslöschen. So wie du mich und mein Kind ausgelöscht hast. Meiner Rache wird kein McGillion entgehen. Und ich werde erst ruhen, bis eure ganze Sippschaft ausgerottet ist. Sieh her, was du uns angetan hast. Nein! Die Todesfee streckte Duncan den Säugling entgegen. Und im gleichen Augenblick zerfloss das Neugeborene. Das Kind löste sich in rote, blutige Schlieren auf, die dickflüssig zu Boden tropften. Dann öffnete die Frau ihren Mund. Als wollte sie noch etwas sagen, aber kein menschlicher Laut drang aus ihrem Mund, sondern ein schrilles, übernatürliches Kreischen. Nein! Man fand den Marquis von Clifford am nächsten Tag leblos in seinem Bett vor. Sein Haar war schlohweiß, die glasigen Augen weit aufgerissen, genauso sein Mund. Der Mann war um Jahrzehnte gealtert. Die Todesart konnte mit rationalen Mitteln nicht festgestellt werden. Duncan McGillion war der erste der McGillions, der von der Todesfee besucht wurde. Aber er war nicht der letzte. In jeder Generation holte sich die Todesbringerin unter den Nachfahren ihre Opfer. Seit jener unheimlichen Nacht starb kein McGillion mehr eines natürlichen Todes. Der Fluch der Todesfee überdauerte die Jahrhunderte. Bis zum heutigen Tage. Vor über 100 Jahren versuchte Dr. Abraham Van Helsing, mit einer Gruppe mutiger Freiheitskämpfer die Mächte der Finsternis auszulöschen und damit die Menschheit vor der ewigen Verdammnis zu retten. Doch es gelang ihm nicht. Das abgrundtief Böse ließ sich nicht ausmerzen, es kehrte immer wieder zurück und wurde stärker. Das Zeitalter der Finsternis hatte begonnen. Abraham Van Helsing war der Erste. In jeder folgenden Generation bekämpften die Van Helsings die Ausgeburten der Hölle und widmeten ihr Leben ganz dem Kampf gegen das Böse. Und sie waren erfolgreich und schwächten die Finsternis. Doch das Böse schlug zurück und aus den Jägern wurden Gejagte. Die Rache der dunklen Seite war gnadenlos und blutgetränkt. Die Familie Van Helsing wurde fast ausgelöscht. Nur ein Van Helsing überlebte. Woher ich das weiß? Mein Name ist Faith. Faith Van Helsing. Ich bin die letzte unserer ruhmreichen Familie. Mein Erbe ist die Schlacht gegen die Dunkelheit. Das ist unser Fluch. Ich bin dazu verdammt, gegen Dämonen, Geister, Vampire und den restlichen Abschaum der Finsternis zu kämpfen. Nicht, weil ich es will, sondern weil ich es muss, wenn ich überleben will. Dies ist mein Leben, mein Schicksal, mein Albtraum. Irland. In der Stadt Ennistimon an der Westküste der Grünen Insel. Vor 3 Tagen. Das Essen war einfach herrlich, Maddie. Du bist eine vorzügliche Köchin. Und eine ausgezeichnete Schwester. Ich weiß halt, wie ich meine älteren Brüder zu verwöhnen habe. Ja, das kann man wohl sagen. Schau nur, wie mein Bauch aufgebläht ist. Das kommt nicht vom Essen, Andrew, sondern von deinen Blähungen. Du siehst aber auch nicht besser aus, Derek. Genau. Sag's ihm, Schwesterlein. Oh, 2 gegen 1, das ist unfair. Ach, das Lachen hat mir richtig gut getan. Sag mal, Maddie, wann kommt Lance eigentlich von seiner Geschäftsreise zurück? In einer Woche. Und dann hat er auch Urlaub, bis das Baby da ist. Ja, die Zeit verrinnt wie im Fluge. Noch einen Monat und Derek und ich sind Onkel. Ich wünschte, Deborah und Stephen würden noch leben, um das freudige Ereignis mitzuerleben. Andrew McGillion dachte betrübt an seine verstorbene Frau und seinen tödlich verunglückten Sohn.
Zwei Jahre waren seit dem unglückseligen Verkehrsunfall verstrichen. Kurze Zeit davor war seine Frau Deborah an Brustkrebs verstorben. Zwei harte Schicksalsschläge für den Mann innerhalb eines Jahres. Jetzt hatte er nur noch seine im achten Monat schwangere Schwester Maddie und seinen jüngeren Bruder Derek, der kinderlos geblieben war. Ja, das wäre schön, wenn die zwei noch bei uns wären. Hey, kommt. Wir räumen den Tisch ab und schauen dann Fernsehen. Was haltet ihr davon? Du hast recht, Derek. Trübsalblasen bringt auch nichts. Wie sieht's bei dir eigentlich aus mit deinen Bewerbungen? Bisher nichts als Absagen. Nicht mal ein einziges Vorstellungsgespräch. Tja, sieht wohl so aus, als wäre man mit 45 als Wachmann schon zu alt für viele Firmen. Ach, eine Schweinerei ist das. Tja. Die Firmen sind sich ihrer Verantwortung einfach nicht mehr bewusst. Ja, ja. Die Zeiten haben sich geändert. Die Arbeitslosigkeit ist nur noch frustrierend. Seit einem halben Jahr bin ich ohne Job und Besserung ist nicht in Sicht. Überall werden Stellen gestrichen und eingespart. Bei Lance in der Firma haben sie vor kurzem 100 Leute entlassen. So eine Frechheit. Da kommt mir echt die Galle hoch, wenn ich sowas höre. Und das, obwohl es der Firma sehr gut geht. Man möchte halt den Gewinn steigern, indem man zur gleichen Zeit Stellen abbaut. Das ist doch schizophren. Wem sagst du das? Naja, die Unternehmensphilosophien haben sich geändert und... Was? Verdammt! 3 Tage habt ihr noch Zeit. Dann hole ich euch. Ihr seid die letzten McGillians. Dann ist meine Rache vollzogen. Akzeptiert euer Schicksal und bezahlt für die Sünden eurer Vorväter. 3 Tage noch. Dann komme ich wieder. 3 Tage noch. Was im Himmels Willen ist das? Ron, gütiger. Das gibt's doch gar nicht. Dann stimmen die Geschichten unserer Familie. Mein Gott, es ist alles wahr. Was? Was meinst du? Ihr. Tja, es ist die Geschichte unserer Ahnen. Andrew McGillian klärte seine Geschwister über die dunkle Vergangenheit der McGillians auf. Andrew wusste, dass sie alle in Lebensgefahr schwebten. Aus seiner Not heraus rief er seinen alten Freund Nathan Pierce an, der sich mit dem Okkulten auskannte und beschäftigte. Nathan Pierce wohnte in London, aber zurzeit hielt er sich in Griechenland auf. McGillian erreichte seinen Freund über das Mobiltelefon, berichtete ihm die schaurigen Vorkommnisse und bat um Hilfe. Nathan konnte zwar nicht selber nach Irland kommen, aber er würde 2 Freunde auf die Insel schicken, um der Familie McGillian im Kampf gegen die Todesfee beizustehen. Es waren Christopher Lane und Faith Van Helsing. Tja, das ist die Geschichte unserer Familie. So soll sich alles vor über 300 Jahren zugetragen haben. Seitdem wurden die McGillians von dieser Todesfee geholt. Sie macht keinen Unterschied zwischen Frauen und Männern. Und sie tötet nur reine McGillians, keine Angeheirateten. Ich hoffe, dass Sie uns helfen können, Mr. Lane, Miss Van Helsing. Seit neuestem gehörte zu meinen Hobbys, quer durch Europa zu fliegen. Erst hatte es uns nach Griechenland verschlagen, wo ich gegen Phobos, den Dämon der Angst, kämpfte, ihn vernichtete und seitdem die magischen Amulette der Macht um meinen Hals trug. Und nun befand ich mich in Irland. Nathan Pierce hatte uns gebeten, der Familie McGillian zu helfen. Er selbst war in London geblieben, da er sich dringend um die Angelegenheiten der Gilde der Amulette kümmern musste. Christopher und ich hatten den nächsten Anschlussflug nach Dublin genommen. Es war früher Abend, als wir in Ennistymon ankamen, wo Andrew McGillian uns freundlich in seinem Haus empfing und uns über seine Familie und die tragische Geschichte der Todesfee aufklärte. Vor 3 Tagen hatten die McGillians die Hiobsbotschaft ihres nahenden Todes erhalten. Die Zeit drängte, wir mussten uns beeilen. Gut, wir wissen jetzt Bescheid, Mr. McGillian. Wo halten sich Ihre Geschwister zurzeit auf? Derek ist bei Maddie. Seit dem Auftauchen der Todesfee haben wir uns nicht mehr getrennt. Derek, mein jüngerer Bruder, wacht über unsere kleine Schwester. Sie müssen wissen, Maddie ist hochschwanger. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was geschieht, wenn man... Wir sind hier, um diese Dämonen zu vernichten, Mr. McGillian. Geben Sie die Hoffnung nicht auf. Das ist einfach Wahnsinn. Wir sollen für etwas bestraft werden, wofür wir nichts können. Ist das Gerechtigkeit?
Ist das Gerechtigkeit? Nein, ist es nicht. Am besten, wir fahren zu Ihren Geschwistern, Mr. McGillian. Der Meinung bin ich auch. Können Sie sich noch daran erinnern, wie spät es war, als die Todesfee vor 3 Tagen auftauchte? Ja, es war etwa 21.30 Uhr. Jetzt ist es 8:15. Das heißt, wir haben noch 1,5 Stunden. Da wäre ich mir nicht so sicher. Du kannst nicht davon ausgehen, dass die Todesfee pünktlich ist. Wir sollten jetzt aufbrechen. Mr. McGillian, könnten Sie uns kurz allein lassen? Ich möchte mit Faith ein paar Sachen unter 4 Augen besprechen. Natürlich. Ich gehe dann ins Nebenzimmer. Was ist los? Ich wollte dir nur sagen, dass es möglich ist, dass wir den Tod der McGillians nicht verhindern können. Wieso so pessimistisch? Nun ja, die Homo Fata Merora. Hä? Das ist der lateinische Name der Todesfee. Ach so. Was Sie nicht alles wissen. Faith, die Todesfee ist im eigentlichen Sinne kein Dämon. Um genauer zu sein, ist sie nicht mal böse. Moment mal. Eine Frau, die seit Jahrhunderten versucht, eine Familie auszulöschen, ist nicht böse? Diese Frau ist eine Killermaschine. Für uns mag es so aussehen, aber ich denke, die Todesfee hat ihre Beweggründe. Seit wann interessieren Sie die Beweggründe von Dämonen? Sonst heißt es immer, hey, Faith, schlag diesem fiesen Dämon die Rübe ab. Im Grunde genommen hast du recht, aber... Nix aber. Wir sind die Guten und die Bösen sind... die Bösen. Basta. Und ich werde das mordende Weib heute Nacht aufhalten. Vergessen Sie nicht, ich habe eine mächtige Waffe, die Amulette der Macht. Schicksal ist Schicksal. Wir können nicht alles bereinigen, Faith. Ach, Quatsch mit Soße. Ich bin nicht hierher gekommen, um die Menschen sterben zu sehen. Die kleine Rachemaus ist die Einzige, die heute Nacht zur Hölle fahren wird. Gut, wenn du meinst. Wir sollten jetzt... Hat diese Todesfee die gleichen Fähigkeiten wie Shania? Ich meine, Shania hat doch auch Feenkräfte. Kann man diese mit denen der Todesfee vergleichen? Gute Frage. Manche Fähigkeiten werden sich gleichen, aber Shanias Fähigkeiten sind noch nicht vollständig entwickelt. Außerdem hat sie die weißmagischen Kräfte ihrer Großmutter geerbt, während die Todesfee ihre Macht aus dem Jenseits bezieht. Und man davon ausgehen kann... Nein. Verdammt! Was war das? Schnell! Nein! Nein! Nein, bitte! Verschone mich! Ich hab dir doch nichts getan! Deine Zeit ist abgelaufen, Andrew McGillian. Ich fordere nun das, was mir gehört. Dein Leben. Dein Flehen ist sinnlos. Ich gebe dir nur meine Gabe. Den Tod. Oh, tut mir leid. Jetzt ist meine Faust direkt in dein Gesicht geflogen. Böse Faust. Wer bist du? Ich bin diejenige, die dir kräftig in den Arsch treten wird. Außerdem hat dir noch keiner gesagt, dass diese Grufti-Mode out ist? Pass auf, Faith. Sie ist gefährlicher, als sie aussieht. Verschwindet. Dies alles geht euch nichts an. Halt mal die Luft an, Schwester. Wir sind die Guten und du... Du bist Geschichte. Deine... Kommen Sie, Mr. McGillian. Ich helfe Ihnen auf. Oh. Vielen Dank. Mein Gott, Mr. Lane. Schauen Sie sich diese Kreatur an. Wir haben jetzt keine Zeit mehr, Mr. McGillian. Ja. Kommen Sie, raus hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das kann alles nicht wahr sein. Du hast lange genug gemordet, du... Biest! Verschwinde! Oh, der war nicht von schlechten Eltern. Nimm auch dies! Oh, das hat wehgetan. Oh, warte. Oh, es langt. Du kostest mich nur unnötige Zeit. Ach nee. Denkst du, ich lass dich einfach so entkommen? Ja, das denke ich. Für dich habe ich aber noch ein Geschenk. Dunkel soll es um dich werden. Hey! Wegseppen ist unfair. Oh, Mist. Sie ist weg. Na toll. Wieso hat mir keiner gesagt, dass sie das kann? Ich sollte Christopher und Mr. McGill... Hey! Was ist das? Oh! Nein! Verdammt! Die Todesfee war zwar verschwunden, hatte mir allerdings ein kleines Geschenk hinterlassen. Um meinen Körper bildeten sich in rasanter Geschwindigkeit schwarze Schlieren und Schleier in der Luft, die sich explosionsartig vermehrten, größer und dichter wurden und sich wie dicke, undurchdringliche schwarze Watte um mich legten. Ich war gefangen. Gefangen in einer finsteren, dunklen Wolke aus schwarzer Magie. Zum Glück, und das wunderte mich,
konnte ich noch atmen, aber ich sah sprichwörtlich meine Hand vor Augen nicht. Es war alles duster und lichtlos, etwa vergleichbar mit einer sternlosen Nacht. Aber ich hatte den Vorteil, mich bewegen zu können. Und so dachte ich mir, was soll's, springe ich halt aus dieser Brühe raus. Also sprang ich und musste eine große Enttäuschung erleben. Die verdammte Wolke folgte mir, sie klebte wie ein riesiger Blutegel an meiner Haut. Das Einzige, was ich mit meinem gewagten Satz schaffte, war, dass ich heftig gegen die Wand knallte, die Orientierung verlor und hilflos wie ein Baby nach hinten stürzte. Wuchtig schlug ich mit dem Hinterkopf auf dem harten, gefliesten Boden auf und 1000 Sterne detonierten vor meinen Augen. Dann verlor ich das Bewusstsein. Diese ewige Warterei nicht. Andrew hat Hilfe geholt. Es wird schon alles gut gehen, Maddie. Gut gehen? Wir haben es hier nicht mit irgendeiner Krankheit zu tun, Derek. Eine dämonische Macht will unser Leben auslöschen. Ich weiß, aber Andrew hat doch Hilfe angefordert. Hilfe? Und Hilfe? Und dann? Was ist, wenn uns diese Menschen nicht helfen können? Was ist, wenn wir alle sterben müssen? Du darfst nicht so denken. Es besteht Hoffnung. Du hast gut reden, Derek. Aber es geht nicht nur um dich, um Andrew oder um mich. Ist dir schon aufgefallen, dass ich kurz vor der Entbindung stehe? Was ist mit meinem ungeborenen Baby? Soll es von dieser Hexe abgeschlachtet werden? Oh Gott, das ist alles so schrecklich. Derek McGillian schloss seine Schwester fest in seine Arme und versuchte, sie zu beruhigen. Die schwangere Frau war seit 3 Tagen ein Schatten ihrer selbst. Das Auftauchen der Todesfee und ihre Drohung hatten die Psyche von Maddie McGillian vollständig aus dem Gleichgewicht geworfen. Derek war die letzten 3 Tage nicht von ihrer Seite gewichen. Er versuchte so gut wie er nur konnte, seine jüngere Schwester zu beschützen und moralisch aufzubauen. Und? Geht es wieder? Ja, es geht wieder. Maddie McGillian dachte an ihren Mann Lance, der in Japan auf Geschäftsreise war. Sie wusste, er hätte sofort seine Arbeit unterbrochen und wäre schnellstmöglich nach Irland geflogen. Aber Lance Staverton ahnte nichts von der Gefahr, die seiner Frau drohte. Maddie hatte ihn nicht informiert. Aus dem einfachen Grund, dass sie das Leben ihres Mannes nicht gefährden wollte. Allmählich zweifelte sie an ihrer Entscheidung. Oh, Derek, ich weiß nicht, ob es richtig war, Lance nichts zu sagen. Ich bin so verwirrt und die Angst... Es zerfrisst mich innerlich. Jetzt mach dir keine Vorwürfe. Wir müssen einfach an uns glauben, hä? McGillians, die Zeit der Sühne ist gekommen. Oh. Folgt mir ins Schatten. Verdammte Hexe, ich habe vorgesorgt. So einfach kriegst du uns nicht. Eine Waffe? Schieß, Derek! Schieß doch! Ja! McGillians... Ihr habt überhaupt nichts begriffen. Ihr könnt mich nicht töten. Ich starb schon vor langer Zeit. Wir sind verloren. Nein, sind wir nicht. Scheiße. Aber ich habe noch ein Magazin und werde... Derek, pass auf! Maddie McGillian, empfange die Gabe der Dunkelheit. Deine Lebenslinie ist beendet. Dein Schicksal erfüllt sich. Nicht. Mein ungeborenes Baby. Mein Baby, es kann doch nichts dafür. Nicht. Bitte nicht. Ich weiß, was das bedeutet. Aber es ist euer Schicksal. Wie es mein Schicksal war. Und auch noch ist. Faith, sie kommt zu sich. Gott sei Dank. Faith, geht's wieder? Ich bräuchte eigentlich ein Aspirin. Aber es wird schon wieder. Au! Oh, das wird eine Riesenbeule.
Was ist mit der verfluchten Wolke geschehen? Sobald du ohnmächtig warst, hat sie sich aufgelöst. Die Todesfee ist weg, ja. Sie ist weg. Verdammt, ja. Wie lange war ich denn bewusstlos? Ein paar Sekunden. Schnell! Lassen Sie uns zu Ihren Geschwistern fahren, schnell! Meinen Sie, die Todesfee greift Maddie und Derek an? Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Los, kommen Sie. Wir müssen uns beeilen, sonst ist alles zu spät. Ja. Gott, steh uns bei. Maddie McGillian wurde vom Schrei der Todesfee getroffen. Es schien, als würden unsichtbare Mächte an der Frau zerren und versuchen, sie zu verschlingen. Sie versuchte, gegen die Macht der Todesfee anzukämpfen, aber es gelang ihr nicht. Es war, als würde sie ein gewaltiger Todesstoß treffen. Die schwangere Frau wurde gegen die Wand geschmettert und für einige Sekunden schien es, als würde sie an der Tapete kleben. Wie ein hilfloses Insekt zappelte sie hektisch mit Armen und Beinen und in ihren Augen stand das blanke Entsetzen geschrieben. Maddie McGillian kämpfte um ihr Leben und das Leben ihres ungeborenen Kindes. Doch es half alles nichts. Irgendwann brach der Blick der Frau. Ihre Haut verwelkte, das Haar verfärbte sich und glich dem einer Greisin. Maddie rutschte langsam an der Wand hinunter und blieb reglos liegen. Der Schrei der Todesfee hatte ihrem Opfer jegliche Lebensenergie geraubt. Maddie war tot. Derek McGillian hatte den Todeskampf seiner Schwester nicht mitbekommen. Erst jetzt erwachte er aus seiner Besinnungslosigkeit und erblickte die am Boden liegende Maddie. Schlagartig wurde ihm bewusst, seine Schwester lebte nicht mehr. Voller Hass stand er auf, schob ein neues Magazin in seine Pistole und setzte an. Ich töte dich! Ich töte dich! Ich töte dich! Deine Zeit ist schon auch gekommen, Derek McGillian. Empfange meine Gabe. Nein! Du! Lass mich meine Arbeit beenden! Zur Hölle! Du hast die Frau getötet! Eine schwangere Frau, du Scheiße! Du störst! Derek! Andrew! Achtung, die Todesfee! Pass auf! Was? Andrew McGillian, es ist soweit. Empfange meine Gabe. Bruder! Nein, du wirst ihm nichts tun! Hinweg! Mein Gott, lass mich leben. Nein! Du bist nun der letzte aller McGillians. Komm zu den Cliffs auf Moher. Dort, wo alles begann, soll es auch enden. Nein! Ich komme! Du Hexe, ich komme! Ich werde dich eigenhändig erwürgen! Du mieses Dreckstück! Ich töte dich! Ich töte dich! Ja! Ja! Derek, nein! Bleiben Sie hier! Ach, du verdammter Narr! Er hat nicht die geringste Chance! Faith, wo bist du? Ich bin hier. Moment, ich komme. Die Todesfee scheint uns überlegen zu sein. Sie hat auch Andrew McGillian erwischt. Oh mein Gott, nein. Sie hat Maddie und das Kind getötet. Und auch Andrew. Wo ist diese verdammte Killerin? Sie ist weg. Und da wartet Derek auf den Cliffs of Moher. Was? Und wo ist Derek? Er ist blind vor Hass rausgestürmt. Rate mal, wohin? Zu den Klippen. Dann kommen Sie! Hinterher! Oh! Zu spät! Er ist weg. Der Wahnsinnige. Er hat nicht die geringste Überlebenschance gegen die Todesfee. Und wie es aussieht, wir auch nicht. Los, komm! Wohin? Wir brauchen ein Fahrzeug. Ah, da vorne der Chrysler. Was
Na, das hier. So. Ist das nicht Sachbeschädigung und Diebstahl? Eigentlich ja. Aber wir haben keine Zeit. Los, steig ein. Und jetzt? Moment. Wir müssen uns beeilen. Ja, ich weiß. Ja, geschafft. Los, geben Sie Gas. Ja. Derek McGillian hetzte sein Fahrzeug wie ein Besessener die steile Landstraße hinauf, die zu den Cliffs of Moher führte. Der Mann war von unendlicher Wut und von Hass erfüllt. Sein rationales Denken hatte längst ausgesetzt und war dem alles verschlingenden Rachegefühl gewichen. Nur noch ein paar Meter, dann hätte er die Klippen erreicht, doch die Todesfee war schneller. Urplötzlich erschien sie im Scheinwerferlicht des Wagens. Derek McGillian reagierte und drückte seinen rechten Fuß stärker auf das Gaspedal bis zum Bodenblech des Fahrzeuges. Er wollte die Todesbringerin rammen. Ja! Du verdammte Hexe! Und? Ja, wie fühlt sich das an, hä? Wie fühlt sich das an? Sag du mir, wie sich Rache anfühlt. Was? Du lebst noch! Ich lebe schon lange nicht mehr. Ich knall dich ab! Nur das! Und das! Du stehst noch! Ja. Was willst du nun tun, Derek McGillian? Was willst du nun tun? Ich töte dich mit meinen eigenen Händen! Ja! Hab ich dich! Du! Ich zerdrücke deine Kehle, du verdammtes Teufelsweib! Na, wie gefällt dir das, hä? Wieso schreist du nicht? Schrei endlich! Du verfluchte Mörderin! Schrei! Ich will dich schreien hören! Die Todesfee lag rücklings auf dem feuchten Gras und Derek McGillian saß gekrümmt auf ihrem Oberkörper. Seine angewinkelten Beine drückten mit den Knien auf die Arme der Todesfee. Er hatte sich nach vorne gebeugt. Seine Hände umklammerten eisern den Hals der Frau und drückten schonungslos zu. Fester, immer fester. Derek McGillian brach in schallendes und irrsinniges Gelächter aus, als er sah, wie sich die Augen der Todesfee schlossen. Er hatte es geschafft. Der Mann sprang triumphierend hoch, streckte seine Arme zum Himmel und brüllte aus vollen Lungen seinen Sieg hinaus. Sie ist tot! Wir erreichten die Klippen, sahen das Auto von Derek und auch ihn selber. Er lachte irrsinnig, fuchtelte wild mit seinen Armen umher und vor seinen Füßen lag reglos die Todesfee. Ich konnte es nicht fassen. Derek McGillian hatte das geschafft, was mir nicht gelungen war. Er hatte die Todesfee vernichtet. Verblüfft stiegen Christopher und ich aus und marschierten zu McGillian. Derek, alles in Ordnung? Kommt her! Ich habe sie erledigt! Scheint den Verstand verloren zu haben. Ja. Derek, lassen Sie uns gehen. Es ist vorbei. Vorbei? Ja, alles ist vorbei. Mich hat die Hexe nicht bekommen. Nein, mich nicht. Ich blieb geschockt stehen. Derek McGillian hatte seinen Verstand verloren. In seinen Augen blitzte der Wahnsinn auf. Christopher nahm die klägliche Gestalt in den Arm und die zwei Männer gingen gemeinsam Richtung Auto. Ich blieb bei der Todesfee stehen, schaute auf sie herab und war froh, dass der Horror vorbei war. Diesen Kampf hatten wir verloren. Maddie McGillian und ihr Bruder Andrew und auch das ungeborene Baby waren tot.
Derek McGillian hatte zwar überlebt, aber er hatte einen hohen Preis gezahlt. Er war dem Wahnsinn verfallen. Ich fühlte mich schlecht und ausgelaugt und auch unendlich nutzlos. Was mit dir? Was zum Pass auf! Nein! Du bist tot! Du bist... Die Todesfee hatte uns gelingt. Wie aus dem Nichts erfolgte ihr überraschender Angriff. Mit einer ausladenden Handbewegung hatte sie mich weggefegt, machte einen Schritt vorwärts und öffnete ihren Mund. Ihr schriller Todesschrei erklang. Christopher Lane und Derek McGillian konnten nicht reagieren. Die Macht der Todesfee erfasste die Männer, wirbelte sie wie Schaufensterpuppen durch die Luft und schleuderte sie über die Klippen. Mein Atem stockte. Mein Freund und Derek McGillian fielen wie zwei Steine in die Tiefe. Im gleichen Moment sprintete die Todesfee los, stieß sich nach einigen Metern ab und stürzte sich kopfüber in die Tiefe. Mein Gott, durchfuhr es mich. Ich habe Christopher verloren. Schweiß brach mir aus sämtlichen Drüsen und ich zitterte wie Espenlaub. Mein Freund war in den Tod gestürzt. Immer noch lag ich auf dem feuchten Boden und starrte zu den Klippen. Und dann geschah's. Vor meinen Augen, aus dem Nichts, materialisierte sich die Todesfee, aber sie war nicht allein. Eine Person stand neben ihr. Ich schüttelte ungläubig den Kopf. Spielten mir meine Augen einen Streich? Christopher! Christopher! Faith! Du lebst! Gott sei Dank, du lebst! Sie hat mich gerettet. Aber wieso? Weil ihr unschuldig seid. Und was waren die McGillians? Sie waren doch auch Unschuldige. Faith, du verstehst nicht. Ich bin dazu bestimmt, die McGillians zu holen. Es war unser Schicksal. Von einer höheren Macht bestimmt. Es gibt eherne Gesetze, die von keinem Menschen gebrochen werden dürfen. Nun ist es zu Ende. Ich habe meinen Seelenfrieden gefunden. Und endlich werde ich mit meinem Kind auf ewig vereint sein. Ich bin frei. Ich bin frei! Sie ist weg. Für immer. Wir haben verloren. Alle McGillians sind tot. Trotz meiner Kräfte konnte ich die Todesfee nicht aufhalten. Es ist alles so sinnlos. Ist ja gut. Ich bin bei dir. Ich hatte sicher Angst, dich zu verlieren. Aber ich bin da. Und ich werde immer für dich da sein, Faith. Unser Vorhaben war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Wir sind auch nur Menschen, Faith. Wir können nicht alles verhindern. Wieso haben die Amulette nicht reagiert? Für was habe ich mächtige Waffen, wenn sie nichts taugen? Ich weiß es nicht, Faith. Vielleicht war die Todesfee keine Gefahr für uns und deswegen wurden Lucifers Tränen nicht aktiviert. Ich meine, sie hat mich vor dem sicheren Tod gerettet. Ich denke, wir waren nie wirklich in Gefahr. Und es ging nur um die Vernichtung der McGillians. Dann war es wirklich so vorherbestimmt? Hat sie jetzt ihr Seelenheil gefunden? Ja. Niedergeschlagen verließen wir die Cliffs auf Moher. Ich konnte nur mit Mühe meine Tränen zurückhalten. Mir wurde klar, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern auch eine Menge Graustufen dazwischen. Meine Schlacht gegen das Böse würde zwar weitergehen, doch den Kampf gegen die Todesfee hatte ich verloren. Es war meine erste Niederlage, aber es würde gewiss nicht meine letzte sein. Und genau dieser Gedanke machte mir Angst. Was, wenn am Ende nicht das Gute, sondern das Böse siegen würde?